Guten Tag, Waage ist zu Ende. Vielen Dank für die Kommentare. Viele Leute schauen sich noch die Waage an. Man kann das alles bei YouTube und bei Instagram natürlich später alles ansehen. Die Leute, die etwas über die Waage wissen wollen, das, was die Leute mich hier auch fragen, können sie wirklich in meinen Ausführungen über die Waage sich ansehen. Aber jetzt haben wir mit Skorpion zu tun. Skorpion, also Wasserzeichen, es gibt Skorpion, es gibt Krebs und es gibt Fisch. Das sind Wasserzeichen. Und jetzt haben wir mit Skorpion zu tun. Also Skorpion ist auf jeden Fall instinktsicher. Skorpion ist vertraut mit dem, was nicht rational, was unerklärbar ist und manchmal auch sehr magisch ist. Skorpion wird von Gefühlen geleitet und wie wir wissen, Gefühle kann man nicht statisch messen und auch nicht durch Hypothesen definieren. Das sind Zwillinge, das sind Jungfrauen, die das alles so schön erklären können. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gesagt? Das sind auf jeden Fall Zwillinge, weil die denken in Systemen. Und Jungfrauen, die denken sowieso anderes, deswegen können sie das alles definieren, warum das so oder nicht anderes gesagt oder gemacht worden ist. Aber Skorpion ist das nicht. Skorpion hat Gefühle. Gefühl und denkt nach und wird immer von Gefühlen geleitet. Und das, was man fühlen kann, ist für die Skorpione wirklich. Und das kann man nicht erklären. Deswegen wissen wir auch, dass viele Skorpione oder auch Fische können nicht so gut über sich reden. Die können das nicht alles so definieren. Und wenn man sie fragt, wissen sie nicht, warum das so ist. Sie fühlen das alles. Sie haben das alles im Magen, im Bauch, in der Seele. Aber die können das nicht erklären. Und deswegen kann man die auch nicht bedrängen. Du darfst nicht ständig fragen, aber warum? Und Skorpion wird dir sagen, ja, mit meinem Mann komme ich im Moment nicht so gut zurecht. Aber er kann dir das nicht erklären. Zwilling schon. Der wird dir genau eine Analyse geben. Der Mann von mir kam dann und dann und er hat das und das gesagt und er hat Blumen mir nicht gebracht. Und er hat sich blöd genommen, plötzlich ist er weg und so. Zwillinge können das alles schön erklären, aber Fisch oder Skorpion nicht. Und deswegen darf man die nicht bedrängen und diese Deutungen der Sprache gehören nicht zu der Sprache von Skorpionen. Die Sprache des Herzens ist eben nicht übersetzbar. So muss man das sehen. Deswegen, die fühlen das alles. Die sind abhängig von Menschen. Menschen, das ist das Wichtigste für einen Skorpion. Die haben sehr viele Kontakte zu den Menschen. Die freuen sich, wenn sie mit den Menschen zusammen sind. Und es geht oft nach Gefühle, warum wir uns mögen. Ja, und Skorpion fürchtet ständig Einsamkeit und Isolation. Das muss man auch sagen. Das ist nicht wie Zwilling, der plötzlich alleine durch die Gegend läuft und sagt, ich bin so glücklich, wenn ich alleine bin. Nein, das nicht. Sie fürchten wirklich, wenn sie einsam und verlassen werden. Und deswegen, wenn Skorpion keine Menschen um sich hat, ist er wirklich ein trauriges Wesen. Alle Wasserzeichen brauchen andere Menschen. Und Skorpion auf jeden Fall. Aber für heute ist die Zeit leider um.